dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. Tolles Bild, oder? Guten Morgen. So aufzuwachen hier auf dieser ehemaligen Insel in Dänemark, hier im Limfjord, umgeben vom Wasser. Ja, hier bin ich dicht dran. Ja, da hinten ist das nächste, so eine Landzunge sozusagen. Jetzt rein in den Limfjord, runter um Wasser fast. Ja, wie ihr seht, es sind noch ein paar Camper gekommen, was hier eigentlich auch nicht erlaubt ist. Aber ich sag, so wie die sich verhalten haben, ganz ruhig und kein Lärm, gar nichts, einfach nur da gesessen, vielleicht ein bisschen geschnackt, aber mehr auch nicht. Dann ist das doch okay, wenn da Leute stehen. Ein toller Platz ist das hier, echt Wahnsinn. Ja. Wunderbar, es ist nicht kalt, 16 Grad, aber hohe Feuchtigkeit. Natürlich ist September, das sieht man hier auf dem Gras, alles ordentlich nass vom Tau und das Zelt auch. Auch von innen, die Außenplane ist von innen auch richtig nass. Ja, also das Zelt kann kein Wunderwerk. Aber ich habe gut drin geschlafen. Das Raumangebot war super. Kann ich nicht klagen. Ja, okay, die allererste Nacht jetzt da drin. Ist halt ein Zelt, nur leichter sozusagen. Es ist nicht viel anders. Ja, kein Wunderwerk, kein Hexenwerk. Aber man merkt, wenn man es auch so anfasst, Mann, was ein dünner Stoff. Ja, da hat gespart, aber reißfest ist er bestimmt. Sonst wäre es nicht so teuer. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis die Sonne mehr Kraft hat und das ein bisschen abtrocknen kann. Ja, und dann geht's los auf große Tour. Immer weiter am Limfjord, bis ich zu einer Brücke komme, auf der ich dann rüberfahre. Und dann Richtung Nordsee, ein paar Kilometer noch, komme ich an die Nordseeküste. Und da möchte ich vielleicht auch wieder pennen. Mit dem tollen Zelt vielleicht. Mal sehen, was ist. Ja, die Mücken von gestern Abend sind auch schon wieder da, aber nicht so aggressiv wie gestern Abend. Ja, ist noch ein bisschen frisch vielleicht für die, was man so nennen kann, frisch. Aber wunderbar. Also das war richtig toll. Tolle Nacht. Zelt, jo, tolle Zelt, kann ich auch sagen. War ein toller Auftakt, muss ich sagen. Und jetzt geht's auf den Samstag los. Ja, ich werde, wie gesagt, warten, bis das trocknet. Es ist 7.20 Uhr bis 8 Uhr. 8.30 Uhr muss ich bestimmt noch warten. Sind so ein bisschen Schleierwolken unterwegs, die es noch ein bisschen abschwächen. Aber trotzdem wunderbar. Und guckt euch diesen Camper da an. Ein ausgebauter alter Bus, historischer Bus. Wahnsinn, als der hier ankam. Ich dachte, was ist das denn? Was will denn ein Bus hier? Aber jetzt, wo es jetzt Tag ist, krass. Das ist mal ein Fahrzeug, aber auch nicht leicht zu handeln. Naja, okay, ich fahre gleich los in einer Stunde oder so. Und dann gibt es wieder wohl hoffentlich schöne Bilder. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Ich habe die ersten Meter bewältigt. Wie ihr seht, wieder wunderbar. Was denn für ein schöner Morgen. Ja, die Mücken sind jetzt hier weg, weil hier kommt der Wind von da. Ah, das passt besser. Ja, nichts los. Kann ich auch gleich auf kurz switchen. Und wenn man gleich in Bewegung ist, auf dem Rad, dann geht's. Aber die Sonne hat noch Kraft, kann man echt sagen. Aber die Lufttemperatur ist echt Wahnsinn. Das ist auch echt eine tolle Nichtmeerinsel. Hinten ist ein Campingplatz. Und da ist heute auch irgendwie ein Oldtimer-Treffen, vielleicht gehört der Bus da ja auch zu. Ja, hab bloß da übernachtet, weil er so spät ankam. Aber wow, richtig klasse. Also, wenn dieser Tag so weitergeht,
Was soll ich dazu sagen? Kann doch nur toll werden, oder? Also, auf geht's. Jetzt fahre ich erstmal wieder da ganz hinten. Man sieht's kaum. Einmal da hinten längs und in Richtung Norden. Oh, ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Kilometer 17, ich bin hier in Wirksund, da drüben, wunderbar gelegen. Oh, schön ist das wieder hier, Rastplätze wieder da oben. Alles gut ausgebaut hier, ja, das ist nicht die Brücke, die ich meinte, das ist ja auch nur ein Damm hier. Aber wieder wunderbares Plätzchen, richtig toll. Oh, die Sonne ist nicht voll da, aber trotzdem sehr warm. Ja, das Zelt ist nicht ganz trocken geworden, das werde ich nachher noch mal ausbreiten müssen. Ja, die Sonne hat morgens halt noch nicht so die Kraft und es war immer noch feuchte Luft. Aber jetzt merkt man, so langsam hat sie die Trocknung in Gang gesetzt. Aber ich werde hier noch keine richtig große Pause machen. Ich werde noch weiterfahren, auch wenn es hier so schön ist. Ja, weiter. Ja, da hoch. Wird nicht immer am Fjord sein, am Limfjord, aber so ist es auch schön, immer mal wieder hinzukommen.
Ist das nicht ein toller Weg, um hier längs zu radeln? Alter, Leute. Wunderschön. Jetzt bin ich oberhalb wieder vom Limfjord. Tolle Aussichten. Auch die Landschaft hier. Irgendwie wieder anders. Ja, das ist schon der nordische Flair hier, Skandinavien. Einfach klasse, wo ich hier wieder gerade durchfahre. Oh, aber es ist unheimlich warm. Ich glaube, ich wiederhole mich. Oh, September kann man gar nicht glauben. Und die Sonne ist ja noch nicht mal voll da. Naja, weiter geht's. Irgendwo da runter durch die tolle Landschaft. Kilometer bin ich jetzt gefahren. Es gibt eine Pause. Ich bin wieder hier am Limfjord. Wunderbar. Drüben sieht man ja schon die Küste, die ich morgen fahre. Im Wasser war ich auch schon. Richtig herrlich. Und ich trockne hier das Zelt. Das wird ziemlich schnell gehen, so glaube ich. Und noch ein bisschen was essen. Wieder Thunfischsalat habe ich mitgenommen. So einen kleinen und ja, ein paar Snacks. Und dann geht es weiter. Aber es ist echt Sommerfeeling. Hammergeil. Ich habe ja noch genug Kilometer, die ich noch heute machen werde. Also muss ich jetzt Power tanken und dann geht's weiter. Ich wollte losfahren und da bemerke ich die eine Tasche, die geht kaputt. Im Winter wollte ich sowieso mal wieder die Taschen austauschen. Ja, jetzt muss ich das wohl früher machen. Oh, aufgeplatzt. Ich habe zum Glück irgendwas mitgenommen, damit ich das ein bisschen reparieren kann. Aber da muss ich wahrscheinlich noch mal einkaufen und noch mehr Klebeband holen. Oh, Leute. Ja, ich brauche es auch sehr oft. Oder vielleicht die Hitze hat das jetzt Rest gegeben. Ich habe nämlich schon einmal ein paar kleine Löcher geklebt. Ja, und nun hat es doch nicht mehr gehalten. Naja, muss ich erstmal so weiterfahren.
einfach nur wieder tolle Wege hier. Es geht weiter auf tollen Wegen, nur kurze Straßenpassagen und die sind auch nicht schlimm, weil die passen auf die Radfahrer auf. Einfach nur herrlich, diese Nummer 12, der Limfjord, die Limfjord-Route ist einfach wow. Ja, da werde ich mich heute, glaube ich, den ganzen Tag wiederholen. Ich kenne diesen Weg ja schon, deswegen brauche ich nicht so viel gucken oder anhalten. Ich weiß, was kommt, es kommt gleich noch richtig tolle Strecken, immer noch. Ich fahre jetzt Richtung Lokstor. 20 Kilometer müssten das ungefähr noch sein. Bis dahin tolle Wege, einfach nur tolle Wege. Kilometer 67. Leute, es ist warm, aber das ist jetzt egal. Ich habe mich mal richtig nass gemacht einmal. Das hat überhaupt nichts geholfen. Das kühlt überhaupt nicht. Ja, aber dafür will ich jetzt nicht meckern. Ich wusste ja, dass es so ein schön warmes Wetter wird. Ich bin jetzt hier am Kanal von Fredericks der Siebte heißt er. So richtig in Betrieb ist er nicht mehr. Ja, früher wurden hier die Schiffe reingezogen zum Hafen vom Vexdor. Was jetzt als nächstes kommt, statt da außen rum auf rauer See vielleicht, kann man ihn hier, haben ihn hier sicher die Schiffe reingezogen. Ja, wow, wieder ein tolles Örtchen, toll anzusehen, tolle Strecke bis jetzt, so kann es weitergehen. Also die 12 kann ich nur empfehlen, richtig toll. Jetzt geht es 4 Kilometer an diesem Kanal erstmal entlang. See where you thrive, hear your song.
Hier bin ich nun bei Kilometer 80 bei der Brücke von Aggesund. Da fahre ich gleich rüber. Ja, dann bin ich auf der Insel, weil das ist ja einmal getrennt von Dänemark durch den Limfjord. Ja, da oben muss ich rüber und dann geht es ja eigentlich in guten 30 Kilometern, nicht ganz, dann komme ich an die Nordsee bei Torup Strand. Da ungefähr wollte ich hin. Oh, Leute, der Wind ist überhaupt nicht kalt, der ist nur angenehm. Einfach nur klasse. Ja, hier geht wohl gleich die Brücke hoch, ja, weil die Schiffe da durch wollen. Da hinten warten auch schon welche. Einfach eine klasse Location. Ich habe gerade eben noch ein bisschen eingekauft. Ja, noch ein bisschen Armbrot. Ich will doch keine Instant-Nudeln, irgendwas Heißes. Ich werde Brot essen mit ein bisschen Belag. Das wird mir nachher lang. Vielleicht esse ich das auch noch ein bisschen vorher. Oh, hier noch nicht. Oh, und ich habe mir Gaffer-Tape noch mal da zusätzlich geholt. Ja, und dann habe ich noch mehr rumgewickelt. Das sollte wohl halten. Regendicht ist es nicht natürlich, aber das brauche ich auch nicht. Oh, ich glaube, ich werde hier noch mal ein bisschen sitzen. Ja, das Abwarten mit der Brücke. Ja, es ist gleich 3:15. Mal sehen, ob die gleich mal hochgeht. Ja, okay, und dann geht's weiter. Ich stehe jetzt hier in Vestertorup an der Kirche mitten im Ort. Es sind nur noch 7 Kilometer bis zur Nordsee. Bald geschafft. Hier ist die letzte Stelle für Wassertanken. Ja, das geht auch ganz schnell. Da wäre auch noch ein Kaufmann, ein letzter auf meiner Strecke für heute. Aber ich habe ja schon einen gekauft. Ja, und so war das jetzt gerade eben von Aggesund bis hierhin eigentlich nur einmal durchziehen. Weil da war nichts Besonderes, alles nur Agrarland, weite Flächen, ja, freie Flächen vor allen Dingen mit Gegenwind. Ja, konnte ich gut durchfahren, das waren irgendwie fast 25 Kilometer. Ja, und jetzt geht's auf zur Nordsee. Mal sehen, wo ich da denn mein Plätzchen finde zum Zelten. Thank you.
Ich glaube, ich habe Zeltplatz gefunden. Zumindest ungefähr. Ja, ich werde das wahrscheinlich hier irgendwo mal hier aufbauen. Aber erst später abends. Hier ist aber auch eine freie Zelt-Arena, wollte ich schon sagen. Ja, Gebiet. Da darf man sich frei hinlegen. Aber eigentlich muss man sich mehr verstecken. So mehr im Wald. Ja, man könnte auch da oben. Oder ich kann das auch später noch mal entscheiden. Ich bleib jetzt hier. Bin irgendwie noch so 2 Kilometer von meinem eigenen Ziel, dann muss ich das morgen eben fahren. Aber hier an der Bank ist doch toll. Das könnte doch was werden, oder? Da wird doch keiner was gegen haben. Hier bin ich gut versteckt, sehr gut. Ist nicht ganz im Wald, wie man das eigentlich... Da sind doch ein paar Bäume. Ja, das wird schon klappen. Aber ich glaube, ich werde jetzt wieder zum Strand fahren und da werde ich dann in Ruhe was essen. Das Zelt ist ja halbwegs aufgebaut. Ich habe nur erstmal das Innenzelt aufgebaut, weil es so warm ist und ich bin hier irgendwie am Meer und hier geht Wind und heute Nacht sollen Wolken kommen und ja, vielleicht ist es gar nicht so tauig wie die letzte Nacht, dass ich das so lassen kann, weil 16 bis 17 Grad sollen heute Nacht werden. Da muss man das nicht unbedingt drauf tun. Werde ich mal probieren. Ich kann ja jederzeit entscheiden, das noch raufzupacken, das Raincape. Und dann werde ich sehen, oder ihr werdet das morgen früh sehen, ob ich das noch raufgemacht habe oder nicht. Den Schlafsack werde ich das wohl schon aufhalten, wenn das nicht schon zu warm ist. Ja, hier ist echt eine ruhige Ecke. Ich war ja gerade am Meer, aber das ist zu laut, obwohl kaum Brandung ist. Ich war schon am Überlegen, da an den Dünen da vorne nur mit Schlafsack sich vielleicht hinzulegen, aber es ist einfach zu laut. Komisch genug, ich höre das Rauschen ja hier auch noch, obwohl fast keine Brandung ist, nur ganz leicht. Deswegen eigentlich direkt am Meer zelten, schlafen, ist schwierig. Das ist echt ein bisschen laut. Ja, am Limfjord, da war ja keine Wellen, absolut nicht. Hier kommen die ja von sonst woher. Die starten ja sonst wo in Norwegen und Co. Ja, ich kann sagen, das war ein grandioser Tag. Ganz tolle Strecke, kann ich nur empfehlen. Es war zwar auch holprig, aber die Aussicht immer aufs Meer oder auf dem Limfjord, das war so toll. Die Temperaturen war echt fast wieder ein bisschen zu warm. Aber wie gesagt, ich war fast an jedem Wasserhorn, der da kam, Kirche, so eine Toilette, die öffentliche oder so, da habe ich mich übergegossen mit kaltem Wasser. Aber es hat nicht viel genutzt. Das waren nur Sekunden, da war das schon wieder zu warm. Es war irgendwie viel zu viel, ja, so ein bisschen schwül. Ja, aber das soll man nichts sagen. Was gut hier ist, wir sind bis jetzt noch keine Mücken. Komisch genug. Was ist denn jetzt hier anders an einem anderen Platz? Keine Ahnung. Ich bin froh, jetzt hier zu sitzen. Es hat geklappt, hier ein Zelt aufzustellen. Ja, man darf es ja auch hier, wie gesagt, es ist so eine freie Zelting. Free Tilting, was soll man sagen, Fläche, Gebiet. Ja, man soll eigentlich sich mehr verstecken, weg vom Weg, aber... Eigentlich ist es hier auch kein offizieller Weg, das ist nur so ein Wendeplatz oder was weiß ich. Ja, und das hat auch gut geklappt. Aber ihr habt es gesehen, ich kann das nur empfehlen. Also die 12, das muss der Limfjord Radroute, das muss unheimlich toll sein, die mal abzufahren im Gesamten. Weil ich kenne jetzt schon ein ganzes Stück, dieses Stück, was ich jetzt hatte, denn was ich beim ersten wahnsinnigen Wochenende da vor 2 Jahren, glaube ich. Da bin ich bei Thü und so gewesen, Tybor. Das war auch wunderschön da. Da werde ich morgen auch noch so ein Stück streifen. Also die 12, das ist echt nochmal der Limfjord, die Radroute, die ist nochmal echt mal was wert, die abzufahren. Die ist auch ziemlich lang. Die war auch nicht leicht. Also ich kann sagen, ich weiß gar nicht, 500 Höhenmeter oder so. Ja, es war nicht leicht, muss ich echt sagen. Und dann meistens im Gravel, bisschen sandig, war es schon schwer hochzukommen und natürlich auch mit dem viel Gepäck, was nicht nötig tat natürlich. Ja, dann noch den Taschendefekt, aber den kann man ja leicht noch beheben. Das war jetzt nicht so schlimm.
Das wird auch noch halten, die nächsten 120 Kilometer, die ich morgen habe. Ja, dann werde ich sehen. Ich kann es nur sagen, mach das nach. Muss ja nicht 120 oder 100 Kilometer sein. Und wenn das mehrere Tage ist, ich kann es auch nur empfehlen, nur einmal kurz hierher zu fahren, mal im Shelter oder im Freien hier in der Natur, wo man eigentlich das sonst nicht darf, zu übernachten. Ja, das ist so klasse. Die Nordsee ist hier 200 Meter Luftlinie entfernt vielleicht. Einfach nur genial. Ihr habt gesehen, es hat sicherlich echt tolle Bilder gegeben. Ja, und dann werden wir mal sehen, was das Zelt jetzt die nächste Nacht bringt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Flachlandradler ist wie immer unterwegs und dann auch wieder in Dänemark, wieder am Limfjord. Da fahre ich wieder hin, zurück nach Tyborn, glaube ich. Nee, Tysted ist das, denn über Otte, über die Brücke rüber, dann bei, ach, das werdet ihr sehen, da kommt noch eine Brücke. Auch wieder einiges an tollen Aussichten wird da kommen. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Und wenn es wieder heißt, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, der Flachlandradler ist wie immer unterwegs. Euer Flachlandradler Thorsten. Tschüss. Servus. Wie ihr auch immer sagen möchtet oder hier, hi, hi. Ja. Ich lasse mir es jetzt nochmal gut gehen. Tschüss. Oh. Hm. Hm. Na gut. Einfach und gut. Mir wurde es auch immer gesagt, abschalten.